Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bin ich mit dem Stefan unterwegs. Wir sind immer noch im Harz. Dem Thomas geht es nicht so gut. Dem wünsche ich von hier aus eine gute Besserung. Das wird ihm natürlich schon wieder besser gehen, wenn das Video online kommt. Nichtsdestotrotz, heute ist Schiedwetter angesagt. Stefan und ich nutzen mal so ein Zeitfenster von vielleicht 3-4 Stunden, um irgendwas noch zu erleben hier. Ja, das hier, das ist ein kleiner Wasserfall. Königshütter Wasserfall. Hier machen wir jetzt einfach mal ein kurzes Päuschen, mal ein Foto, gucken uns das an und dann geht's wieder weiter. Wohin es geht, ehrlich gesagt, wissen wir noch gar nicht. Ne? Heute ist ohne Plan, weil wir richten uns da oben nach den grauen Wolken. Okay. Okidoki. Ja, würde ich sagen, ND-Filter vergessen. Aber ist egal. Macht nichts. Ne? Er ist schon fleißig am Fotos machen und das mache ich jetzt auch. Hexentanzplatz. Ja, Leute, ich hatte gedacht, auch hier wieder eine Sperrung. Cool, das ist eine Einbahnstraße. Müssen wir mal gucken, wie wir hier nachher wieder wegkommen. Ey. Ich hatte gehofft, dass wir euch das hier zeigen können. Ich habe es ja selbst noch nicht gesehen. Ja? Aber die Hexe hier im Harz, ja, hat ein bisschen Bedeutung. Wir fahren mal eben hier hoch, gucken uns das an. Ich bin gespannt. Ich bin gerade ausgefahren. Ja. Ich bin gerade an der Rodelbahn, Harz Bob. Hier gibt es aber auch keinen, ich fahre jetzt hier mal, ach, seh dich, um ein Video zu machen. Ja, aber ich, herzlich willkommen, Hexenplatz sagenhaft. Ich mache jetzt ein lustiges Video, pass mal auf, das habe ich mir von dir abgeguckt. Was machst du denn? So, wir sind jetzt hier am Hexentanzplatz. Thomas ist auch da, guck. Wir gucken mal, ob wir euch ein paar Fotos machen. Ich ziehe jetzt hier ein Ticket und dann fahren wir über den Parkplatz und gucken mal, wo der ist. Und das ist jetzt aber langweilig, das Ticket ziehen. Auf Hexentanzplatz. So, das Ticket ist gezogen. Hexentanzplatz. So Leute, das war ein ganz kurzer Besuch, 3,50 Euro für eine halbe Stunde, aber die Hexe, die ich eigentlich sehen wollte, habe ich nicht gesehen und Stefan sagt, dafür musst du Richtung Brocken fahren. Wir sind schon an einer Hexe hier heute vorbeigefahren, die auf einem fliegenden, auf einem Besen am Fliegen ist. Bandit Biker, unser Thomas, der hat mir gestern noch ein Foto gezeigt, dass er da mal einen... Ja, das hat er mal gestanden und ein Foto gemacht hat halt, ne? Aber wir müssen ja aufpassen, hey. Ausfahrt, wir müssen jetzt hier lang. Aber der Stefan, der ist ja so schnell dran vorbei und wir können ja nicht alt rumdrehen und sowas, weil wir ja doch wettertechnisch ein ganz klein bisschen aufpassen müssen. Richtung 12 Uhr wird es für uns gehen Heimat wieder gehen, ja, weil ey, die haben was, wobei das war jetzt ein bisschen... Wetter Deutschland, ne? Die haben hier von Hagel und so haben die gesprochen, ne? Walnuss groß, ja. Aber ich denke ein bisschen mehr Richtung Mitte Deutschland, ja. Wir sind sehr gespannt. Wir sind auch mal überlegen, ob wir noch mal einkaufen und so was zu knappern holen oder so, weil wir müssen ja dann heute doch ganz schön Zeit totschlagen, ne? Ja, hätte man sich ein paar Gesellschaftsspiele besser mitgenommen, ne? Mensch, ärger dich nicht, ne? Da ärgere ich mich immer so dabei, das lassen wir. So, wir gucken noch ein bisschen, ob wir noch irgendwas finden hier. Und ich hole euch wieder dazu. Oh, was eine Aussicht. Oh, das kackt man jetzt auf der Kamera nicht drüber. Schade. Wir wollen jetzt zur Burg Regenstein. Ja, ich habe eben das Mikrofonkabel draußen gehabt. Ja, wir haben ein bisschen viel erzählt da, wobei das alles ein totales Kuddelmuddel war. Hier ist alles voll mit Burgen. Ja, und der Stefan hat halt jetzt diese Burg Regenstein da auserkoren. Das sieht da vorne nach Laufen aus. Da gucken wir mal, ob der Stefan noch im Boot ist. Ist der Stefan dabei oder ist er nicht dabei? Ja,
Ja, hier sind mir zu viele Wanderer, ehrlich gesagt. Ach so, an denen liegt das natürlich. Ein Satz mit X. Ja, haben uns dagegen entschieden. Ja, ich sage wir. Ja, was geht denn jetzt ab? Das ist krass, die stellen da einfach mal ein Schild hin, hier fährt jetzt keiner mehr hoch. Ja, das war jetzt ziemlich viel Fußmarsch und wir haben nicht die richtigen Schuhe dabei. Ja, das ist es. Das ist halt einfach dieses, mach mal eben spontan. Ne? Ich hatte ja Pläne. Ne? Ich hatte Zettel mitgeschrieben, was man hier nicht all machen kann, in welcher Himmelsrichtung das liegt, falls es uns mal irgendwo in eine Richtung verschlägt, weil wir Planänderungen haben, die ganzen Biker-Treffs und sowas. Ach, meine Güte, und das ist jetzt alles nicht ganz so gekommen und irgendwann dann ist man so ein bisschen planlos. Und das sind wir jetzt, weil wir keinen Schimmer haben, wann wir hier wie, da war ein grüner Pfeil, ja, bevor die Kommentare kommen, dass wir in eine rote Ampel gefahren sind. So Leute, wir sind wieder in Wernigerode, der Himmel zieht sich langsam zu. Hier in Wernigerode habe ich natürlich jetzt hier im Video wenig gezeigt, weil wir machen ja hier keine Stadtrundfahrt in dem Sinne. Vielleicht jetzt gerade im Moment ein klein bisschen. Ich war schon mal hier, habe ich schon mal erwähnt in einem Video, das war ein Vlogger-Treffen, ja, weiß ich nicht. Das war der Stefan Wiesner, der hat hier ein kleines Abo-Treff gemacht. Da bin ich hier hingefahren mit dem Auto. Da oben ist jetzt die Burg, aber ein bisschen viel grün davor. Und da hatte ich mir hier ein Einzelzimmer direkt in Wernigerode genommen. Und dann sind wir zum Fotografieren. Den Abend hier gibt es einen schönen Platz mitten hier in der Stadt. Den Dorfplatz, will ich mal sagen. Und da kommt man schön was trinken, schön sitzen, einen Brunnen. Das Rathaus, glaube ich, das kommt man fotografieren. Also die Stadt hier, mal so einen Abend und wirklich mal durch die Fußgängerzone schlendern und mal ein Käffchen trinken, abends mal ein Bierchen getrunken. Ne? Kann ich total empfehlen. Ich mag die Stadt, ich fahre auch gerne hierhin. Obwohl ich jetzt nicht so der bin, der gerne in einer Stadt rumfährt, ja, in dem Sinne. Ich bin ja so ein bisschen Dorfkind, aber das macht halt einfach Spaß. Das, wo jetzt wirklich Fußgängerzone ist und Co., das ist jetzt noch weiter da hinten. Das heißt, das können wir jetzt gar nicht sehen. Ne? Ihr seht jetzt nur so das Drumrum, will ich mal sagen. Aber nun ja, das ist halt so. Hier hatte ich damals geparkt und bin dann zum Schloss hochgelaufen. Von da hinten, vom Parkplatz aus, kann man das Schloss fotografieren. Da kann man es auch jetzt sehen. Euch kriege ich es jetzt nicht richtig gezeigt. Das ist halt einfach doof. Ne? Da oben, es ist auch jetzt GoPro, ne? Es ist zu klein. Es funktioniert halt einfach nicht. Ich gucke mal nach einem Bild, ob ich noch ein Bild auf dem PC habe. Vielleicht mein Masterfoto von diesem Wir treffen uns mit Stefan Wiesner, wer hier auf YouTube gerne Fotografie-Videos guckt. Check den ab. Ja. Und wir fahren jetzt wahrscheinlich zum Einkaufen, holen uns noch was und dann gucken wir mal, wie wir den Tag rumkriegen. Man sieht es da hinten schon regnen, wir kriegen jetzt sogar noch ein klein bisschen Stress, dass wir noch eingekauft bekommen, bevor das hier, bevor wir die Dusche noch mal kriegen. So, ich bin mal gespannt. Stefan Mainz wird ein Wettrennen, es hätte schon ganz schön geknallt. Also ich war drin, er hat auf die Sachen hier bei den Mopeds aufgepasst und ein paar Brötchen geholt für morgen früh. Und wir müssen halt jetzt dem Wetter entgegen, ne? Oh, das sieht dunkel aus. Ich bin mal gespannt heute. Wir werden jetzt erstmal die Sachen zurückbringen, uns umziehen und dann werden wir mal noch gucken, ob wir hier an der gegenüberliegenden Pizzeria nicht noch was zum Spachteln bekommen. Ne? Und dann werde ich mich mit Sicherheit nachher irgendwann nochmal melden bei euch, dass wir dieses Schlusswort für das Video hier noch kriegen und vielleicht, keine Ahnung, zeige ich euch ja, kann ich euch zeigen, was wir noch gemacht haben oder so. Ja, wir gucken mal. Ah, Leute. Aber hier, man muss raus und was erleben. Ja, das ist ja jetzt alles nicht so gekommen, wie ich das wollte, aber ganz ehrlich, es macht nur halt mal Spaß. Ja, und selbst wenn wir jetzt nass würden, ja, ey, man muss ja dazu sagen, mit dem Wasser, mit dem Nass, ja, gibt es bestimmt ganz viele, die sagen, ey, was stellt ihr euch ein an? Ja, ganz ehrlich, wir sind Schönwetterfahrer in dem Sinne, ja, und klar, haben dann was dabei, um uns ein bisschen schützen zu können, aber wir sind jetzt nicht die im Regen losfahren würden, ne? Sind wir einfach nicht und das muss jeder für sich selber, ja, also nichts in die Kommentare, ihr seid Weicheier, wir wissen es ja, ne? Könnt ihr euch sparen. Und wer macht das Tor auf? Ist der Hund draußen? Ja, Thomas steht da, ja,
Jetzt habe ich so lange gesabbelt. Jetzt macht's der Stefan. So, ich lasse ihn da jetzt mal rangieren und schieb das Baby gleich da rein. Ich habe immer ein bisschen Bedenken, weil die haben ja den Hund hier und ich habe Bedenken, dass mir den mal hier, und hier vorne ist ja Hauptstraße und kein Mensch will seinen Hund auf der Hauptstraße laufen sehen. Deswegen kommt das hier ganz schnell wieder zu und wir sehen uns später mal wieder im Video. Ja, Hexhoffnung, Trockenheim, Handzukommen. Ich frage mich, was ist das nachts unter Schulbett? Dann zieht ja der Tag als Regen, wenn es bis um 7 Uhr geht. Ich hechten. Ich bin ja eigentlich nicht so der Eisenbahnfreak, aber die Schmalspurbahn, ich liebe sie. Ich laufe jetzt einfach da hinten raus und hoffe, dass sie da noch steht. Dass ich das beim Abfahren wieder kriege. Oh, ist so geil. Ja, der Tag, der war ziemlich crazy. Wir haben eingekauft, sind wieder zurück. Ne? Und haben ja gerade so die Kurve gekriegt und dann passierte das. Ja, es ist schön. Meistens. Schnell wieder zu. Das Tier. Scheiße. Wie geht das? Wie faszinierend so ein Stück Straße sein kann, was sich gerade im Wohlgefallen auflöst. Das zieht sich nämlich jetzt weiter durch, ey. Meine Fresse. Der ganze Lappen ist hochgekommen hier. Und hat dafür gesorgt, dass es durch den Fensterschacht läuft. Naja, was willst du machen? Ne? Das ist dann so. Ich würde sagen, ich habe euch hoffentlich ein klein bisschen was zeigen können in diesem Video, auch wenn das alles ein bisschen verrückt war. Ja, da gibt es noch ein Video vor der Fahrt, nach der Fahrt. Wahrscheinlich jetzt hier dann als nächstes, inwiefern auf der Heimfahrt ein Video entstehen kann. Das hänge ich hier hinten dran. Es wird wahrscheinlich nicht viel werden, ansonsten ein vollständiges Video. Dann kommt das mit dem vor der Fahrt, nach der Fahrt Fazit quasi zum Ende hin. Ich nutze eben gerade noch die Gelegenheit und bedanke mich bei euch allen fürs dabei gewesen sein. Ich bedanke mich auch ganz besonders beim Stefan vom Torclub und beim Thomas, dem Bandit-Biker, weil das hier einfach eine coole Runde war, will ich mal sagen. Wir haben unseren Spaß gehabt, auch wenn das ein oder andere nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und sage wie immer, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, auch.